Na gut, Igador waren wir ja noch nicht, ne? Da waren wir ja nur vor der Stadt. Bam, 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 bam. Dann machen wir mal das hier. Gehen wir direkt mal zu dem Setzer. Ah, da ist er ja. Diese Konverter sind unmenschlich. Gut, wenn sie stillgelegt sind. Ja, hab ich schon gewundert, wo der ist. Diese Konverter sind unmenschlich. Echt jetzt, das war's. Gut, wenn sie stillgelegt sind. Toll. Aber Kälte ist gesunken und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Wenn die Kälte sinkt, ist das, glaube ich, ein gutes Zeichen. Okay, wo ist der Händler hier, der komische? War da was? Da ist er. Wegen der Raritäten. Ja? Was interessiert dich sonst noch? Dir ist mit Sicherheit schon der Mana-Schrein aufgefallen, oder? Dieses Riesending hier in der Mitte von Goliath. Ja, das ist schwer zu übersehen. Dort irgendwo treibt sich Kaldrim herum. Er überwacht die Ein- und Ausgänge von Elex zum Schrein. Wenn du es allerdings schaffst, an ein paar von diesen Elex-Paketen zu kommen, ich würde dir einen stattlichen Preis dafür zahlen. Das Thema ist auch schon durch. Welches rankommen können. Das klingt nicht gut. Kaldrim hat er schon erhalten. Ach, verdammt. Wäre auch zu schön gewesen. Naja, da kann man da wohl nichts machen. Alles klar, Swisscoast. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf schön. Danke fürs Reinschauen. Vielleicht bis morgen, wenn du Lust hast. Morgen Abend gibt's Fortnite bei mir. Kannst ja mal reinschauen. Schlaf schön. Hast du noch etwas auf der Liste? Nein. Ich denke, das war vorerst alles. Okay. Wenn mir noch etwas einfällt, lasse ich es dich wissen. Können wir mal gucken. Ich besorge dir das Schwert. Ich besorge dir das Schwert. Das wollte ich hören. Pass aber auf, dass dich niemand erwischt. Wenn doch, legen sie dir sicher Daumenschrauben an und gerben dir das Fell. Also schnell rein und wieder raus. Keine Spielchen, verstanden? Ich mach das schon. Gut, ich kranz derweil deine Belohnung zusammen. So. Ein besonderes Stück. Also da geht es jetzt um ein Schwert. Okay. Bring mir etwas bei. Alles klar, Trini. Schlaf schon mal lieber. Schön, dass du da warst. So, Intelligenz 30. Ich packe das jetzt auf Intelligenz 30 und dann mache ich Schlösser knacken. Ich will endlich Truhen 3 lernen. So, ansonsten war, glaube ich, ich musste geschickt, glaube ich, weiter leveln. Wenn ich mich recht entsinne. So, mal gucken. Stasis Duala mal Stärke. Ja, okay, da müsste ich dann auf 62 hoch. Gott. Willst du etwas Bestimmtes? Ja, meine Ruhe, danke. Ah, Stärke. Okay, wir waren bei Stärke, war das? Alles klar. Dann level ich jetzt nochmal Stärke ein bisschen weiter. Oh, wow. Warte mal. Machen wir das so. Ich beobachte dich. Das ist schön für dich. Okay. Okay, wir müssen einmal noch aufsteigen und dann können wir quasi den Bekehrer 1 uns anziehen. Okay. Ja, ja. Ah, oh, wir können auch. Ah, nee, da fehlt uns wieder Geschick für den Zweihänder. Willst du etwas Bestimmtes? Alter. Okay, Stärke sind wir auf jeden Fall gut genug. Geschicklichkeit für den Jagdboden könnten wir Maximum noch machen. Das wäre eigentlich eine nette Idee. Ach, Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, so viel zu leveln. Mist. Okay.
Ah, Fernkampf, schwere Waffen, Fernkampf. Müsste ich eigentlich auch Was lernen, ne? möchtest du? Oh, warte mal. Wo ist er denn jetzt? Ach, da. Wer treibt sich Bring denn etwas hier herum? Wie du willst. Ah, da, da. Oh, erstmal Schlösser knacken. Läuft. Man klaut nur zweimal. Erlaubt ihr den Taschendiebe, einen weiteren Gegenstand zu klauen? Okay. So, hier haben wir dann noch Waffe aufrüsten. Habe ich schon. Goldschmied könnte ich dann jetzt tatsächlich machen. Das heißt, da könnte ich auch Sachen herstellen. Machen wir jetzt aber nicht. Interessanter wäre eher das Hacken auf zweiter Stufe. Bergbau, ja, so viel Material baue ich nicht ab. Kann man nochmal zurückstellen, würde ich sagen. Genauso wie das Goldschmied. Ich glaube, das ist momentan noch relativ uninteressant. Wichtig war jetzt das Schlösserknacken. Ich will handeln. Weil dann gehen wir nämlich gleich nochmal an die Stellen zurück, wo noch diese Stufe 3 Truhen waren. Und dann gehen wir uns die Truhen dann mal schnappen. Mechanikerhemd. Okay. Wieso hat der Mechanikerklamotten? Sonnenbrille, klassisch. 2,5 will der dafür haben. Willst du mich verarschen? Der hat auch einen Sockenschuss. Naja, nicht wirklich, ne? Also, ich möchte ja schon, oh, hier, reines Ilex. Kaufen wir mal 10. Dietriche. Kaufen wir auch nochmal 10. Ja, du siehst ja, wenn man so unterwegs ist, ne, hast du ja gesehen, wie viel Zeug da ist. So, wer bist du? Ein Werker. Dann gehen wir weiter werken, tschö. Du hast ja gesehen, überall in den verlassenen Ruinen findest du irgendwelche Sachen. Irgendwelche Truhen. Und da ist das echt hilfreich, wenn du da dann wirklich Schlösser knacken kannst oder hacken kannst dementsprechend. So. Warum wächst du mich? Weil ich's kann. Bring mir etwas bei. Mal gucken. Natürlich. Was kann sie mir jetzt beibringen noch? Ah, da fehlt mir Gerissenheit. Erfahrener Jäger, Intelligenz und Gerissenheit. Ach du heiliges Kanonenrohr. Praktiker. Okay, bei ihr kann ich offenbar nichts lernen. Weil ich in allem. Das geht eher auf Intelligenz und Gerissenheit hier bei ihr. Okay. Ja. Schade. Schade, schade. Gut, dann kaufen wir noch mal eine Runde. Ich will handeln. Gut. Sieh dich nur um. Aber wir haben jetzt mittlerweile schon 2 Truhen gefunden, die ich nicht öffnen konnte, weil ich im Schlösserknacken zu klein bin. Pures Mana. Pures Mana? Nee. Kleiner Heiltrank. Werker, Jäger, Eisenstange, Rossjags, Zwinger, Beil. Okay, verkaufen wir mal ein bisschen was wieder. So, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das Holzschild kann auch weg. Schutzmaske bleibt. Die Hightech-Sonnenbrille bleibt auch. Ring der Lebenskraft kann weg. Ring des Diebes kann weg. Energy-Riegel. Ey, ey, ey. Plus 45 in 15 Sekunden. Okay, ist okay. Ist nice. Kronstöckel. Regenerationsdauer 5 Sekunden, 15 Stück. Goldraune plus 15. Wertvolle alchemistisch. Ja, ist mir klar. Heilpflanze, klar.
Antitoxin, dickes Blut, Fell, Fangbein. Okay, also ich denke mal, da kann man dann später vielleicht sogar noch eine Rüstung draus machen. Schützt vor Feinden, Stachel. Läuft. So, Krallen kann man mal verkaufen. Zähne kann man mal verkaufen. Die Knochen. Da behalte ich mal einen Teil bei mir, weil ich habe nämlich gesehen, für ein paar Sachen brauchst du nämlich auch Knochen. Oder Tierteile, besser gesagt. Mal Schrott ein bisschen verkaufen. Ich kann die komplett verkaufen, ne? Guter Becher kann auch weg, guter Teller, guter Krug, Rohrzange, gute Gabeln, gute Löffel, gute Messer! Könnte wertvoll sein, könnte wertvoll sein. Ob man die öffnen kann? Ich weiß nicht. Oha! Du kriegst 10 für ein Geldbündel, nice. Kippen! Behalten wir mal 50, würde ich sagen. Ja, wir haben schon einiges zusammengekriegt hier. Guckt euch das mal an, was ich hier alles im Rucksack habe. Ist ja heftig. Ah, so. Hier nochmal gucken. Nochmal unter Nahrungsmittel. Wasser hat sie, glaube ich, nicht. Nee. Schade. Gut, Handel abschließen. Bin ich sogar noch mit einem riesen Plus rausgegangen. Okay, ich könnte noch Fernkampf machen. Nahkampf, da fehlt mir wieder Stärke. Angriffsstärke. Angriffsstärke. Da muss ich mal gucken, bei wem ich das jetzt lernen kann. Aber wir gehen erstmal zum Setzer runter. Machen die Quest mit dem Setzer gerade mal. Wenn wir gerade da unten sind. Müsste eigentlich hier drin sein. Setzer, Setzer. Eldur. Nee. Setzer. Da kann er oben vielleicht im Haus sein, das kann auch sein. Wow, er hat Schritte. GG. Arbeiten auf dem Feld wäre nichts für mich. Hatte ich mir jetzt fast gedacht. Gucken wir mal hier rein. Born. Hallo. Setzer. Lass dir nicht einfallen, hier was zu klauen, ka? Ah, was kann er mir denn beibringen hier? Schau mal an. Rüstung, Giftresistenzen, Ausdauer. Der kann mir auch nur Ausdauer beibringen. 6. Sinn ist auch nice. Bin ich aber noch zu schwach für. Nö. Hallo? Ist da wer? Ach, da unten ist der. Ach du Heiliges. Überlebenslehrer. Ich höre die ganze Zeit Schritte. Nicht nur du. Nicht nur du. Okay, wir müssen... Da rüber, okay.